Aber wie hängen Milch und Klima tatsächlich zusammen? Die Satellitenbilder der ESA helfen dabei, Antworten zu finden. So hat sich der Kreislauf geschlossen. Das CO2, das von den Pflanzen aus der Luft genommen wurde, hat die Kuh gefressen, die daraus Milch macht, die wir Menschen trinken und wieder zurück in die Luft ausatmen. Die Rinderherden sorgen dafür, dass die sonst unbrauchbaren Agrarressourcen für die Menschen als hochwertiges Fleisch und gesunder Milch nutzbar werden. Wenn die vorindustriellen Großtierherden den Planeten in vielen Millionen Jahren nicht aufgeheizt haben, dann kann es die heute etwa gleich große domestizierte Herde auch nicht. Die Rinder und Huftiere können daher kaum für eine menschengemachte Klimaerwärmung verantwortlich sein. Woher die Anti-Milch- und Rindfleischgegner ihre absolute Gewissheit nehmen, um gegen Milch- und Fleischkonsum ihre Kampagnen zur Rettung des Weltklimas zu organisieren, bleibt deren Geheimnis.